Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Titan Quest. Ja, und vorweg möchte ich gleich einmal eine Ansage machen. Ansage an mich selbst, nein. Und zwar, heute ist Donnerstag, der 25. Und und ab nächste Woche wird es auch noch ganz normal Videos geben, also sprich bis zum 3. oder 2., weiß ich nicht, also bis nächsten Freitag. Was soll so ein Scheiß hier, ha? Kannst du mir das mal verraten? Können wir das vielleicht mal lassen? Junge, echt jetzt nicht. Ah, komm. Kannst mal aufhören. Hörst du jetzt mal? Ach, das ist ein Boss. Ja, das muss einem ja auch einer sagen. Kann ja keiner ahnen. Also kann ich jetzt mal hier den Buff anschalten. Danke. Ja, also nächste Woche gibt es, wenn ihr das guckt, ist es Dienstag, weil ich noch eine Folge für nächste Woche habe. Nächste Woche gibt es dann noch ganz normal von all meinen drei Let's Plays Folgen. Allerdings werde ich danach erstmal in den Sommerurlaub gehen. Also ich habe danach 2 Wochen Urlaub, in denen ich auch nicht aufnehmen werde. Also sprich, wir werden dann, also ich werde 3 Wochen lang Folgen aussetzen. Es wird immer Streams geben. Also Streamen ist für mich ja kein großer Aufwand. Da zocke ich einfach. Wenn ihr Bock habt, guckt ihr rein. Aktuell streame ich ja Last of Us Part 2 und finde das ja toll. Ich weiß, die Diskussionen, die da gerade so umhergehen zu dem Spiel, da kann jeder seine Meinung zu haben. Ich bin da völlig tiefenentspannt. Mir macht das Spiel Spaß, es ist einen sehr großen Spaß sogar. Ich finde es toll umgesetzt. Ja, das haben wir dann mal geschafft, diese Quest. Das ist ein Haken hinter, was ja was Gutes ist. Ja, wie gesagt, dann gibt es 3 Wochen lang keine Videos, also kein Victor Vran, kein Titan Quest und auch kein Grim Dawn. Einfach, weil ich mir mal eine kleine Auszeit gönne und in der Zeit also im Grundsatz, hallo, können wir die Quest abgeben. Tapferer Krieger, ja. Du hast den Obdachlosen wieder Obdach gegeben. Ja, so bin ich. Du hast den Ärmsten der Armen geholfen, die von den Priestern nicht einmal beachtet werden. Bitte, nimm dies. Nimm es als Dank. Ja, immer. Ja, wegen der Begabung. Was kann er denn? Ich habe übrigens ein bisschen aufgeräumt und habe hier nochmal den Speer. Ich wollte eigentlich ja noch diesen Ring umbauen. Das habe ich jetzt völlig vergessen. Aber gut, ist jetzt kein Weltuntergang. Aber ich wollte jetzt gucken, was der Ring kann. Ring der Macht oder so. Ring des Lebens. Bisschen nur Ring des Könnens. Naja. Ist jetzt nicht so prickelnd. Genau, das wollte ich schon mal vorankündigen. Hatte ich gestern im Stream schon mal angekündigt. Schnauze. Hatte ich gestern im Stream schon mal angekündigt für die paar Leutchen, die dabei waren und denke mir, okay. Ich wollte dann wirklich einfach auch mal so, ja, im Prinzip Auszeit vom Aufnehmen und Schneiden und so weiter und fortnehmen. Und ja, das ist der Plan. Einfach ein bisschen streamen zwischendurch, Spiele sind da. Und von daher, das ist jetzt so der Plan und den werde ich auch umsetzen. Also sprich, wenn diese Woche vorbei ist, der 3. müsste das glaube ich sein, dann wird es erstmal für 3 Wochen lang keine Folgen geben und werde dann ganz normal ab dem, wenn ich nicht ganz falsch liege, 29. Moment, ich muss jetzt doch mal nachgucken, wann das ist, dann kann ich euch das genau sagen. So, Moment, Kalender. So, Juli. Ich mag den Kalender nicht so wirklich. So, 6. bis 12., 13. bis 19. Also sprich's ab dem, wenn ich es richtig sehe, 27. wird es dann wieder Videos geben. Ich werde noch mal ein kleines Infovideo dazu machen. Werde das aber auch jetzt in jeder Staffel, die ich gerade drehe, ob nun Grim Dawn, ob nun... Ach hier, Imhotep. Hallo, ich habe was für dich. Ich bin erleichtert, dich zu sehen. Ja, ich auch, mich zu sehen. Es ist nicht gut gelaufen.
Wir waren auf einen Kampf gegen einen Telkine vollkommen unvorbereitet. Tja, was soll ich sagen? Niemand hat seit dem Krieg zwischen den Titanen und den Göttern einen gesehen. Aber jetzt scheinen sie überall zu sein. Es ist wichtiger denn je, dass wir mit der Beschwörungszeremonie fortfahren. Nur die Götter können uns beschützen. Danke, dass du die Schriftrolle der Beschwörung gebracht hast. Nun, lass mich sehen. Um das Ritual der Beschwörung zu vollenden, müssen wir zuerst das Auge des Chaos und die Hand des Gleichgewichts haben. Das Auge soll sich angeblich irgendwo hinter der Fayum-Oase befinden. Ich glaube, die Hand des Gleichgewichts befindet sich in Gizeh. Finde diese Artefakte und bringe sie mir. Nur dann können wir die Götter rufen. Doch sei auf der Hut. In diesen Zeiten lauern Gefahren hinter allen Ecken. So, was rüstiger Ring des Fischadlers, na, ein Traum. Der wird wahrscheinlich auch nicht so doll sein. Rüstiger Ring des Fischorden. Fisch. Oh doch, der ist nice. Den nehme ich. Da können wir dann noch, obwohl, weiß ich nicht. Ich habe hier Blitz- und Feuerwiderstand drauf. Nee, ich glaube, das lasse ich erstmal. Ich überlege mir das noch. Ja, gut. Okay, dann glaube ich, gehe ich mal einfach durch diese Türe. Und wir schauen einfach mal, was uns erwartet. Guten Tag, Brunnen. Wir schauen einfach mal, was wir werden. Wir haben jetzt, wenn ich es richtig sehe, eine Haupt... Ja, das sind die Nebenquests. Ne, die Hauptaufgaben. Und hier haben wir noch irgendwie eine... Ach komm, lass den Scheiß. Hier haben wir noch eine Nebenquest. Wir werden sehen. Da das Haupttor allerdings zu ist, wenn ich es richtig weiß, gehe ich jetzt erstmal hier lang. Schnauze. Ja, also wie gesagt, da nehme ich mir einfach eine Auszeit. Ich werde streamen, ich werde auch nicht wegfahren. Das ist für mich einfach ein Entspannungsurlaub. Wegfahren alleine deshalb schon nicht. Weil, ja, ich und diese komische Krankheit namens Covid-19 beziehungsweise entsprechend der Virus sind jetzt nicht so unbedingt kompatibel. Aufgrund meiner Vorerkrankung Diabetiker nehmen... ist nichts dabei. Nehmen blutverdünnende Mittel. Da ist das vielleicht nicht die beste Idee. Hallo Jungs. Fällt ihm sein, ich habe einen Buff hier gar nicht an. Wo ist er denn? War der das? Ja, Kunst der Jagd. Genau so ist es. Also von daher werde ich auch nicht wegfahren. Ich glaube, in der jetzigen Lage und in der Entwicklung, die da gerade stattfindet, sprich mit den steigenden Zahlen der Erkrankungen. Ach, ich will da gar nicht großartig rumdiskutieren oder euch vollquatschen. Jedenfalls für mich nicht die beste aller Ideen, irgendwie in Urlaub zu fahren, wo ich überhaupt nicht weiß. Natürlich ist es so, dass man sich dann auch in seiner Umgebung das abholen kann, weil man nie genau weiß, wer jetzt genau das hat und wer nicht, aber naja. Dann bleibe ich zu Hause, mache Urlaub auf Balkonien. Kann man mal machen. Finde ich. Ist jetzt nicht so schlimm. Wenn das Wetter scheiße ist, kann ich zocken. Wenn das Wetter gut ist, kann ich mir immer noch einen Garten packen und einfach ein Buch lesen. Also, es ist ja nicht so, dass man nichts zu tun hat. Ja. Da muss man jetzt einfach mal schauen. Mein Urlaub im April ist dann ja auch aufgrund der Geschichte geplatzt. Eigentlich wollte ich ja nach Spanien oder nach Spanien, Italien war in meinen Gedankenspielen damals drin. Hatte sich dann ja leider Gottes relativ schnell erledigt. Oh, ein Aufstieg. Nice. Den werden wir aber jetzt nicht machen. Den machen wir am Anfang der nächsten Folge. Jetzt möchte ich mich ja einfach mal so ein bisschen durchschlagen. Ja, heute ist relativ warm. War es ja gestern auch schon. Deshalb nehme ich auch nur schnell die 4 Folgen auf. Ich hoffe mal, dass ich am Wochenende dann, also sprich Samstagabend und am Sonntagvormittag, da muss ich
auch noch mit dem Dan haben wir auch keine Folgen mehr. Das müssen wir auch noch hinter uns bringen. Hallöchen. Ein grüner Ring. Nice. Ring des Frostes. Na, gucken wir doch mal. Ja, hör auf. Komm. Hier, Jungs. Nehmt schön alle grüne Augen auf den Kopf. Können wir damit mal aufhören, von hinten uns zu beschießen? Wäre das im Bereich des Möglichen? So. Ja, also von daher, ich freue mich auch echt schon. Ich bin jetzt so richtig urlaubsreif. Hallo Bogenschützen und Magier. Da hinten ist ja noch einer. Können wir das mal lassen? Den hat er auch mal eben so weggemacht. So. Ja, heute ist mal, also auch in Norddeutschland, da wo ich herkomme, ist es jetzt mal, naja, nicht so warm wie im restlichen Deutschland. Wir haben ja irgendwie 30 Grad. Das ist noch nicht so, dass man es nicht ertragen kann. Und der Raum, in dem ich meine Hardware stehen habe, ist auch ein paar Löchern unten im Erdgeschoss. Und ich habe auch den ganzen Tag die Rollos runter. Und trotzdem merkt man dann halt, der Rechner strahlt ja auch Wärme aus. Und die restliche Hardware, die hier so rumsteht, auch. Da merkt man das schon. Deshalb ist heute auch nicht so eine ewig lange auf. Wollte zuerst so, na, zumindest noch Victor Rand zusätzlich aufnehmen. Aber nee, denke ich mir. Dann mache ich das Samstagabend. Wollte zuerst Samstagabend streamen, aber dann wird das Freitagabend und Sonntagabend neu, sonst wird das hier alles nichts. Da ich Samstag jetzt arbeiten muss, weil ich heute frei hatte. Einfach weil ich einen Arzttermin hatte, wird das dann alles blöd. So habe ich dann noch den Samstagabend zum Aufnehmen. Dann passt das. So, haben wir jetzt hier alles irgendwie uns angeguckt? Ich denke schon, so wie es aussieht. Was zu trinken sollte ich mir gleich mal holen. Ich hoffe, ich habe da was im Kühlschrank stehen, weil sonst wird doof. So, dann gehen wir mal weiter. Hallo, ihr blöden Käfer. Die spucken mich aber schön mit Feuer an, wie ich das liebe. Hört ihr auf damit. Das ist nicht nice. Echt nicht. Ach, der lebt noch. Ich dachte, den hätte ich auch schon beiseite. Ach. Sehr witzig, Jungs. Sehr witzig. Ja, ich finde ja, Grim Dawn ist eins dieser Spiele, das wirklich gut gealtert ist. Obwohl es jetzt damit aber schon weit über 10 Jahre alt ist. Kann man es immer noch sehr gut spielen. Da kenne ich andere Spiele, da kriege ich Augenkrebs. Aber das ist irgendwie so, keine Ahnung, warum. Das ist jetzt ja keine Top-Grafik oder so. Bei Weitem nicht. Könntet ihr mal aufhören? Ach, der da hinten ist schon tot. Was hast du gedroppt, dass mir gerade nicht angezeigt wird? Man weiß es nicht. Ich hoffe, der Filter sitzt richtig. Schmeiß mir mal einen Ring hin. Nee, sitzt da nämlich nicht. So, jetzt sitzt er richtig. So was Blödes. Warum war der Filter jetzt nicht gut eingestellt? Man weiß es nicht. Jetzt habe ich wahrscheinlich die Hälfte lieber verpasst, aber vorhin war er gut eingestellt. Also, naja, ich hinterfrag das mal nicht. Unser Held trottet einsam durch die Wüste. Hallo. Kuckuck. Kommt ihr? Wenn ihr nicht näher kommen wollt, dann machen wir es so.
Schnauze. Level 25 sind auch wieder weit über uns. Nicht nett. Ach ja, war ja klar. Na gut. So. Hallo. Pyramide von Kuku. Na dann. Irgendein Buff fehlt uns da oben wieder. Da ist er doch wieder. Ja, ich achte dann auch nicht mal drauf. 6 Minuten geht er. Da muss ich sagen, gucke ich da nicht unbedingt immer drauf. Ach, noch mehr Käferlis und Geister. Hallo, Freunde. Ich höre da schon wieder antike Roboter. Ach. Kann man das mal lassen? Ihr könnt das nicht lassen, ne? Schweinebacken. Einmal Spektralmaterie. So, was hast du denn für ein Ausrufungszeichen auf dem Kopf? Monster sind hier eingebrochen. Mhm. Sie müssen aufgehalten werden. Mhm. Wenn sie den Sarkophag des Pharao besudeln, dann werden schreckliche Dinge passieren. Werden es, ja. Wenn du das sagst, dann müsst du erstmal das Zeug hier draußen wegmachen. Kannst mal aufhören. Wäre ich sehr dankbar für. So, Wurf durch des Donners. Ah, komm. Fliegender Käfer, und zwar nicht aus Eigenantrieb. Ein grünes Sichelschwert. Schischelschwert. Na, da stehen auch wieder Typen dagegen drum. Ah, da waren ja, ach hier, jede Menge Geisterchen. Schnauze. So, einmal hier nochmal. Dann haben wir hier alles aufgedeckt. Dann gehen wir da nochmal lang. Lalalala, hallo Geisterchen. Ach, ihr rottet euch da zusammen, dann gehe ich erstmal hier hin. So. So, dann holen wir uns hier mal eben kurz. Hi, Freunde. So, Schild quer durchs Gesicht gezogen, das ist okay. Ist da auch ein Eingang oder hat das jetzt getäuscht? Ich glaube, da war kein Eingang. Ich gucke vorsichtshalber gleich trotzdem mal. Aber ich glaube fast nicht. Oh doch, da ist auch ein Eingang. Ja gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, beende ich die Folge hier und werde dort hinein mal reinschauen, mal gucken, was da los ist. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.